Hallo, jetzt geht es um den Flächeninhalt und den Umfang eines Rechtecks. Dazu habe ich euch schon mal ein Rechteck aufgezeichnet und wir beschriften immer die Eckpunkte mit A, B, C und D und wie immer gegen den Uhrzeigersinn. Die gegenüberliegenden Seiten sind parallel und gleich lang, also reicht es, wenn wir einfach nur hier A und A notieren und hier B und B. Und das Rechteck hat entsprechend hier den rechten Winkel. Gut, wie berechnet man jetzt den Flächeninhalt? Der Flächeninhalt ist dieses hier alles in der Mitte. Also wenn das zum Beispiel euer Zimmer ist, dann ist das hier die Fußbodenfläche. Wenn das euer Kaninchenstall ist, ist zum Beispiel dieses hier alles der Rasen. Die Fläche berechnet man immer mit Länge mal Breite. In unserem Fall wäre das also A mal B. Und damit habt ihr auch schon die Formel für den Flächeninhalt und seid schon mal bereit zum Weiterrechnen. Beim Umfang, da müsst ihr natürlich einfach nur A plus B rechnen. Oder ihr könnt es zusammenfassen, 2 mal A plus 2 mal B. Und dann habt ihr auch hier schon die Formel für den Umfang fertig. Jetzt wollen wir uns ein Beispiel anschauen. Das heißt, es ist ein Rechteck gegeben. Die eine Seite ist 4 cm lang und die andere Seite ist 3 cm lang. Jetzt haben wir hier unser Vorgehen. Das ist immer ganz wichtig. Als erstes malt ihr euch wirklich die Planfigur auf. Dann tragt ihr direkt in die Figur die Größen ein. Dann habt ihr nicht mehr den Text, sondern ihr habt wirklich das Bild vor euch. Und dann schreibt ihr die Formel auf. Dann setzt ihr die Größen ein, und zwar immer mit den Einheiten, damit das nachher am Ende einfacher wird. Dann rechnet ihr aus und zum Schluss prüft ihr nochmal die Einheit. Also, schauen wir mal. Erst die Formel hinschreiben. A mal B. Jetzt setzen wir 4 cm für A mal 3 cm für B ein. Und dann rechnen wir aus, 4 mal 3 sind 12, Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. Jetzt prüfen wir nochmal die Einheit. Eine Fläche muss ja immer Quadratzentimeter oder irgendwas sein, sodass man dann auf jeden Fall da richtig liegt. Okay, fertig. Den Umfang rechnet man jetzt auch aus. Man schreibt zuerst die Formel auf. Dann setzt man ein 2 mal 4 cm plus 2 mal 3 cm sind gleich 14 cm. Und zum Schluss die nochmal die Einheit prüfen. Wir haben jetzt ja hier nur Zentimeter, weil das ja auch ein Umfang ist. Ein Umfang ist ja einmal rundherum, also auch nur eine Länge. Okay, das war's schon. Dann mache ich noch Parallelogramm, Raute, Rechteck, auch entsprechend die Formeln. Das war's und ich wünsche euch viel Spaß.